Die Frauenquote ist so eine Sache. Manche sind total dafür und setzen sich dafür ein, andere sind total dagegen. Und ja, auch ich finde das Thema mega interessant. Und bei uns in Tübingen finden gerade die französischen Filmtage statt. Und da habe ich mir gedacht, ich frage dort mal nach, wie es mit der Quote im Filmgeschäft aussieht und auch mit Gleichberechtigung im Filmgeschäft. Und ja, ich würde sagen, ich fange erstmal an zu recherchieren und schaue, dass ich mit irgendjemandem von den französischen Filmtagen sprechen kann. Christopher Buchholz ist der Leiter der französischen Filmtage. Er ist selbst Schauspieler und Regisseur und im internationalen Filmgeschäft zu Hause. Ich habe mir das Programm angeschaut von den französischen Filmtagen. Ich habe mir dann auch angeschaut, wie viele Frauen Regie geführt haben. Wissen Sie, wie viel Prozent? Nein. 27. Okay, das ist nicht schlecht. Ja? Ja. Naja, 27%, aber wir sind 50% Frauen in der Gesellschaft. Ja. Ist es nicht dann doch ein bisschen wenig? Nee. Wie soll ich das anfangen? Weil das ist so ein Thema mit Quoten und so weiter. Wir können schnell da reingehen. Und ich bin sowas gegen Quoten. Ja. Hier haben wir immer viele Frauenfilme, im Wettbewerb sehr viele Frauenfilme. Viele Frauenfilme haben auch gewonnen. Also wir, und ich tue nichts. Wirklich, ich gucke nie, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Das Einzige, was wichtig ist, ist es ein guter Film? Ja. Und ich bin gegen Quoten, weil ich will, dass jemand für seinen Wert gezeigt wird. Was oft kommt, ist ja, es gibt weniger Regisseurinnen, ergo weniger Filme von Frauen, die eingereicht werden. Natürlich gibt es dann auch weniger Filme von Frauen im Programm. Haben so Festivals dann nicht so eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung zu sagen, okay, wir achten, weil wir in einer Zeit leben, wo es halt Unterschiede gibt, achten jetzt mal ein bisschen drauf, dass es etwas ausgewogener ist? Also, Vorbild zu sein vielleicht? Nee, ich glaube nicht, weil was heißt das dann? Das heißt dann, dass man irgendwo nur Quote, dann sagt man, okay, ich gucke, dass ich 50-50, wo fängt es nicht akzeptabel zu sein und wann ist es regelrecht? Und das, deswegen, ich bin wirklich dagegen und ich finde, es werden einfach so viele tolle Filme von Frauen gemacht. Ja. Und die zeigen wir und ich finde das gut so. Ich finde, es wäre besser, wenn es mehr Frauen gibt. Mhm. Aber ich habe halt ein Problem mit Quoten. Ein so deutliches Statement gegen die Quote hätte ich nicht erwartet. Natürlich sollte nur die Qualität des Films zählen, aber macht man es sich damit nicht so einfach? Immerhin lässt sich ein über Jahrzehnte gewachsenes Ungleichgewicht nicht einfach so ausgleichen. Bei dem Filmfest Frauenwelten sind Filme von Regisseurinnen in der Überzahl. Ich treffe die Leiterin der Frauenwelten, Irene Jung. Wie wichtig ist für Sie der Frauenanteil in der Regie bei Filmfestivals? Man muss sagen, wir messen es wirklich nicht an den Geschlecht der Regisseure oder Regisseurinnen. Also uns ist ja wichtig, dass die Geschichten über die Frauen, über ihre Schicksale erzählt werden. Und auf der anderen Seite, natürlich finden wir es auch gut, wenn eben Frauen mehr gefördert werden im Filmgeschäft. Aber bei uns ergibt sich es einfach automatisch, dass wir mehr Frauen oder oft mehr Frauen haben als Regisseurin durch das Thema. Das Filmfest Frauenwelten wird von der Organisation Terre des Femmes veranstaltet. Die Lebenswelten von Frauen darstellen und so für Frauenrechte weltweit kämpfen. Das ist das Ziel von Irene Jung. Und was sagt sie zu einer Quote für die Filmbranche? Dass gerade also bei den Führungspositionen, die ja, glaube ich, wo es auch am schwierigsten ist, dass da also dann tatsächlich die Frauen in diese Position kommen, da glaube ich, da könnte es schon sinnvoll sein. Dass Irene Jung sich für eine Quote ausspricht, überrascht mich nicht. Ich bin mit der Regisseurin Barbara Teufel zum Skypen verabredet. Sie ist im Vorstand der Organisation Pro Quote, eine der lautesten Stimmen für eine Frauenquote in der Filmbranche. Die Forderung, 50% Frauen vor und hinter der Kamera. Was sagt sie zu 27% Regisseurinnen bei den französischen Filmtagen? In den anderen Gesprächen, die wir geführt haben, war doch der Tenor insgesamt immer so, ach, das ist doch ganz in Ordnung. Was denken Sie, warum das so eine Reaktion hervorruft, obwohl man doch eigentlich sagen müsste, das ist doch kein Verhältnis eigentlich? Ja, es ist so, dass eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, vor allem wenn es um Führung geht oder um Federführung, ist das Verhältnis 80-20, 80% Männer, 20% Frauen. Dieses Verhältnis findet sich überall in unserer Gesellschaft immer wieder und deswegen wird es als normal empfunden. Ich glaube, worauf man sich mit vielen Leuten einigen kann, ist zu sagen, ja, wir wünschen uns mehr Frauen, auch in Führungspositionen und dann im Filmbereich eben in Regie und Produktion. Wenn es dann aber ums Thema Quote geht, sind viele so, nee, das machen wir nicht.
Woran liegt das? Ja, das liegt daran, also erstmal gibt's die Quote ist ganz negativ besetzt und auch für viele Frauen, dass sie denken so, ich möchte ja durch meine Leistung, mein Können in diese Position kommen und nicht, weil ich eine Frau bin. Eine Quotenfrau. Genau, eine Quotenfrau. Es geht darum, dass man Maßnahmen ergreifen muss, also nicht nur in der Filmbranche, sondern in ganz vielen Branchen ist es so, dass man das gesetzlich festschreiben muss und dann beschleunigen sich die Dinge. Und dann kann man da auch irgendwann drauf verzichten, so, weil, aber es muss ja so ein Aufholprozess jetzt erstmal stattfinden. Ja. Und der findet nicht statt durch Selbstverpflichtungen. Die Argumentation von Barbara Teufel leuchtet mir ein. Die nächste Station meiner Recherchereise ist Ludwigsburg. Hier treffe ich Maike Steinmetz. Sie ist Komponistin und Studienleiterin an der Filmakademie Baden-Württemberg. Wir haben als eine von 6 deutschen Filmhochschulen vor fast zwei Jahren, ein Papier unterzeichnet, das heißt gemeinsam für Gendergerechtigkeit. Mhm. Und da haben wir und andere Filmhochschulen in Deutschland auch gemerkt oder davor schon gemerkt, dass es Bedarf gibt und haben in diesem Papier uns auch dazu verpflichtet, auf diese Geschlechterdarstellung in Film und Fernsehen hinzuweisen, ein Bewusstsein zu schaffen, eine Sensibilität dafür zu schaffen und mit Seminaren eben auch gezielt Frauen zu ermutigen, mutiger in die Filmbranche zu gehen oder in ihren Beruf zu gehen. Was hältst du von Quotenregelungen so im Allgemeinen? Ich finde eine Quote generell schwierig. Okay. Aber ich glaube, dass es auch schon helfen würde, wenn man eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch in die Geschäftsführung mit hochheben könnte. Ja. Also dass es akzeptiert ist, dass man zum Beispiel, dass Frau oder Mann, ist egal, aber nur in Teilzeit arbeitet und trotzdem eine Geschäftsführungsposition haben kann. So wie das eben in Skandinavien auch schon ist, dass es da stärker akzeptiert wird von der Gesellschaft. Ich glaube, dann brauchen wir auch keine Quote. Maike Steinmetz setzt sich für Gleichberechtigung ein, ist aber gegen die Quote. Klar, die Vorstellung, eine Quotenfrau zu sein, ist für viele Frauen abschreckend. Eine Frau, die diesen Begriff nicht so schlimm findet, ist Stefanie Schneider. Ich treffe die Landessendedirektorin des SWR Baden-Württemberg in ihrer alten Uni, dem Brechtbau in Tübingen. Ich glaube, wenn man am Ende wirklich möchte, dass es gleich viele Frauen gibt wie Männer im Filmgeschäft, muss man so vorgehen. Ja. Weil von ganz alleine wird es nicht kommen. Und unser neuer Intendant hat sich da auch klar positioniert und sagt ganz klar, dass er die Hälfte mit Frauen besetzen will. Ja. Und ich glaube, wenn er das so klar sagt, wird er es auch machen. Ich bin sehr optimistisch. Also im Mai hätte es ja die Möglichkeit gegeben für den SWR, mal eine Frau an die Spitze zu bringen, zum ersten Mal. Denn Sie haben sich zur Wahl gestellt für den Job der Intendantin, hat aber nicht geklappt. Da frage ich mich, wäre da nicht jetzt im 2019 mal die Zeit dafür gewesen? Aus meiner Sicht ja, logischerweise, weil ich bin ja auch angetreten. Aber bei so einer Spitzenposition ist einfach Mann-Frau am Ende halt auch nur ein Kriterium. Ja. Ich wäre es gern geworden, aber ich glaube, es ist auch so gut. Es haben sich ja diverse Gleichstellungsbeauftragte auch für Sie ausgesprochen. Also Sie haben ja auch explizit nicht Sie gefordert, sondern eine Frau. Genau. Und es sind dann nun mal Sie. Genau. Fühlt man sich da nicht auch irgendwie so als Quotenfrau? Oder? Also das sagen ja viele Frauen. Ehrlich gesagt, mir wäre es egal gewesen, Quotenfrau oder nicht. Solange ich überzeugt bin, dass ich einen Job machen kann, dann freue ich mich, wenn ich gewählt werde. Von alleine wird es nicht gehen. Nach Barbara Teufel ist Stefanie Schneider schon die zweite, die diese Aussage trifft. Ihr Ratschlag für junge Frauen in der Medienbranche? Angebote annehmen und sich selbst mehr zutrauen. So, meine Recherchereise ist jetzt zu Ende. Es waren mega interessante Tage, aber sie waren auch mega anstrengend. Und ja, mein persönliches Fazit ist auf jeden Fall, ich finde, dass ProQuote und Stefanie Schneider recht haben mit ihrer Argumentation. Niemand möchte eine Quotenfrau sein, ich auch nicht. Und niemand möchte auch eine Quote für immer. Aber einfach um diesen Aufholprozess mal zu schaffen, denke ich, dass eine Quote eine gute Möglichkeit ist. Lässt sich natürlich diskutieren. Und es ist auch nur meine persönliche Meinung. Und eure Meinung interessiert mich natürlich auch sehr. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt zu dem ganzen Thema. Schaut euch die anderen Beiträge von Festival TV noch an. Und yes, that's it. Tschüss.